Was sind Investmentfonds? Investmentfonds sind Investmentvehikel, wo ganz viele Aktien drin sind. Es können aber natürlich auch andere Wertpapiere sein. Und da gibt es dann einen Investmentfondsmanager, der entscheidet, welche Aktien in diesen Fonds hineinkommen. Und das Ziel davon ist, dass man besser als der Markt ist und es bei niedrigem Risiko oder auch natürlich einfach eine breite Streuung über verschiedene Aktien. Ja, wenn man das selber macht, muss man sich immer einlesen und es kostet sehr, sehr viel Zeit. Und ein Investmentfondsmanager, der einen Investmentfonds verwaltet, macht es halt komplett beruflich. Und die wichtigsten Investmentfonds sind Aktienfonds, wo Aktien drin sind, aber es gibt auch Anleihenfonds, Immobilienfonds etc. Und die kann man dann entweder über die Börse kaufen oder direkt von der Investmentfondsgesellschaft. Die meisten Investmentfonds werden von solchen unabhängigen Asset Managern verwaltet. Das heißt, die verwalten vielleicht eine halbe Milliarde bis 20 Milliarden. Das sind so die typischen unabhängigen. Es gibt natürlich auch noch größere. Und da arbeiten dann so 3 bis 20 Mitarbeiter, die sich diese Firmen anschauen. Es gibt aber auch Investmentfonds von Banken. Ja, in Deutschland sind die größten Investmentfondsgesellschaften, das sind 4 Stück. Das ist Deka von der Sparkasse, Union Investment von den Genossenschaftsbanken und dann gibt es noch die DWS, die von der Deutschen Bank kam, sowie Allianz Global Investors von der Versicherung und die verwalten dann ja, 500, 800 Milliarden und teilen sich den Markt so ein bisschen auf. Und dann gibt es natürlich noch die Leute, die diese Investmentfonds vertreiben. Deswegen gibt es da diesen Ausgabeaufschlag. Das sind dann so Finanzberater, die an diesem Verkauf dieser Fonds verdienen, die aber keine Berater sind. Ja. Also was wichtig ist beim Investmentfonds, es ist sehr, sehr sicher. Das ist eine eigene Gesellschaft und selbst wenn die Bank dann pleite geht, die es verwalten würde, wäre das im Sondervermögen geschützt und der Kurs eines Investmentfonds richtet sich immer nach dem Inventarwert. Ja, wenn jetzt 50 Aktien drin sind und es gibt 100 Fondsanteile, dann wäre jeder Fondsanteil wäre dann 50 durch 100. Also so 0,5 Aktien bewertet und wenn die Aktie gerade bei 30 Euro notiert, dann würde der Fonds bei 15 Euro wären. Ja. Und genau, davon werden halt dann immer dann jährlich noch Kosten abgezogen, die ungefähr für Privatanleger bei um die 2% liegen, was nicht wenig ist langfristig, aber man muss das halt sich überlegen, ob man es selber macht. Es gibt natürlich auch günstige Produkte wie zum Beispiel Wikifolios sind ein bisschen günstiger und transparenter, ist auch unten verlinkt, kann man sich als eine Alternative zu Investmentfonds von Investmentfondsgesellschaften einmal anschauen.